Hallo Leute, eine recht bewegte Handelswoche liegt hinter uns. Bewegt nicht unbedingt bei den Aktienmärkten, das könnte aber noch kommen. Denn gerade die US-Märkte sind so ein Stück weit in einer Range gefangen und ein Ausbruch aus dieser Range könnte sehr interessant werden. Das gucken wir uns gleich im Chart an. Interessant waren hingegen Gold zum Beispiel und Öl, gestern ein deutlicher Einbruch. Euro-Dollar momentan sehr, sehr spannend und das gucken wir uns jetzt mal alles im Chart an. Starten wir mit dem Blick auf den DAX und hier haben wir ja immer noch eine schöne Aufwärtsbewegung über 1400 Punkte, hat sich der DAX nach oben bewegt und deshalb der Trend weit fortgeschritten, da ist mal eine Korrektur angesagt, so hatten wir es zuletzt auch gesagt und die Korrektur hat sich nun gezeigt, sie war ziemlich schnell abwärts gerichtet, hat aber schon im Bereich 12.750, 12.800 markantes Unterstützungsniveau. Hier haben wir eine erste direkte, schnelle Gegenbewegung gesehen und das ist ein gutes Zeichen, dass dieser längerfristige Aufwärtstrend tendenziell auch noch intakt bleibt. Heißt aber nicht, dass 12.750, 12.800 nicht nochmal angelaufen wird und selbst Rücksetzer in dem Bereich 12.600 wären noch möglich und auch immer noch kein Problem. Von dort bestehen dann gute Chancen, dass sich der DAX weiter nach oben entwickelt. Kann er sich in den nächsten Tagen über 13.000 Punkten halten, dann sind sogar neue Hochs jederzeit möglich. Sehr, sehr spannend sind auch die US-Märkte. S&P 500 läuft jetzt seit einigen Tagen innerhalb einer ziemlich engen Range zwischen 2700 und 2740 Punkten. Ausbruch nach oben oder unten dürfte Dynamik bringen. Tendenziell sieht es eher nach einem Ausbruch nach oben aus. Da gucken wir uns nämlich gleich mal noch andere US-Indizes an, die schon etwas fester sind. Und ein Ausbruch nach oben dürfte dann auch ein bisschen interessanter werden, da das obere Widerstandsniveau ziemlich genau hier auf einer Linie bei 2740 Punkten klebt. Und dann könnte nämlich der Ausbruch schön Dynamik entwickeln. Einen dynamischen Trendtag, der vor allem für Daytrader einfach eine richtig gute Sache darstellt. Aber nicht nur Daytrader, sondern auch Swingtrader oder auch längerfristige Investoren. Für die gilt ja im Grunde das Gleiche. Die Märkte bewegen sich in Fraktalen wie im Kleinen, so im Großen. Und der Trend könnte sich entsprechend langfristig fortsetzen. Swingtrader dürften dann auf weitere Bewegung. Hier sehen wir die Nasdaq 100 Future. Da sind locker dann mal 200 Punkte nach oben drin, denn auch die Nasdaq bewegt sich momentan innerhalb einer Range, befindet sich aber so ein Stück weit schon am oberen Widerstandsniveau. Ein Ausbruch über 7000 Punkte, der könnte hier entsprechend weitere Dynamik mit Ziel 7200 Punkten vielleicht ja schon in der nächsten Woche zeigen. Und jetzt gucken wir uns noch den E-Mini Russell an. Russell, das ist im Grunde so der S-DAX in den USA. Allerdings mit 2000 Werten schon ein richtig großes Schiff. Und die Nebenwerte laufen ja oftmals auch besser als die Blue Chips. Und der Russell zeigt hier möglicherweise schon als Vorbote eine weitere längerfristige Trendfortsetzung. Hier hatten wir zuletzt so eine Keilformation gebildet, höhere Verlaufstiefs, ein Zeichen dafür, dass die Käufer zu immer höheren Kursen zugreifen. Verkäufer waren im Bereich 1600, 1610 aktiv, die scheinen jetzt aber ihre Stücke abgeladen zu haben, vielleicht Gewinne mitgenommen oder was auch immer. Und jetzt wird der alte Widerstand, der sich gebildet hat, wird zur Unterstützung. Den hat der Mini Russell hier schon angetestet und damit stehen die Zeichen tendenziell auf Trendfortsetzung. So, gehen wir weg von den Aktien und gucken uns Gold an. Gold zuletzt ja aus der markanten, längerfristigen, seit Jahresanfang andauernden Range zwischen 1307, 1310 und 1360 bis 1365 mit Druck nach unten ausgebrochen, dann hat sich der Kurs ein Stück weit stabilisiert. Das sieht man ja häufig. Ausbruch aus so einer Range, Retest, also das Ausbruchsniveau wird nochmal angelaufen und dann kommt es häufig
zu einer weiteren Trendfortsetzung. 1240, 1200 wären so Ziele nach unten. Und ja, jetzt haben wir den Retest des Ausbruchsniveaus, haben wir gesehen. Am Freitag dann schon etwas Abwärtsbewegung. Und daher muss man im Gold weiter vorsichtig sein. Solange sich das Gold unterhalb der 1310 aufhält, stehen die Zeichen erstmal auf 1240 bis 1200, schafft es der Goldpreis allerdings in den nächsten 1, 2, 3 Wochen, sich über 1310 wieder zu etablieren, also hier mal wirklich ein paar Tage zurück in der Range sich aufzuhalten, dann wird der Preis dort wieder akzeptiert und ja, möglicherweise nur ein Fehlausbruch nach unten, das hatten wir zuletzt auf der oberen Seite auch schon mal gesehen, und nach einem Fehlausbruch geht es häufig deutlich schnell in die andere Richtung. Schauen wir mal, wie es hier kommt. Bleiben wir bei Edelmetallen und schauen uns das Platin an, denn Platin momentan an einem ganz interessanten Niveau. Der Bereich 890 bis 900 US-Dollar, wenn wir hier mal zurückblicken, irgendwo 2016, Ende 2016, das erste Mal angelaufen, dann mehrfach als Unterstützung gehalten. Es gab einmal Ende 2017 so einen kleinen Ausbruch nach unten und hier sehen wir mal die Sache. Fehlausbruch und dynamische Gegenbewegung. Das sieht man häufig bei Fehlausbrüchen, nach unten angetäuscht und dann in die andere Richtung mit voller Gewalt ja, nach oben durchgeschlagen. Aber auch die Bullen konnten sich dann irgendwo nicht behaupten. Range-Bewegung weiterhin. Und jetzt notiert der Platinpreis wieder im Bereich dieser langfristigen Unterstützung. 872 bis 900 US-Dollar kann man sagen. Und von hier stehen die Chancen gar nicht mal so schlecht, dass wir wieder in Richtung 1020, 1030 Dollar anziehen. Und ich habe mal nachgesehen, wer davon profitieren könnte, wenn der Platinpreis wieder anzieht. Norilsk Nickel aus Russland, einer der großen Platinförderer. Wir gucken uns hier die Aktie in Rubel an der russischen Börse. Und die Aktie sehen wir, bewegt sich auch in einem relativ breiten Range-Niveau, ein Ausbruch nach oben. Über 12.000 Dollar, ach nicht Dollar, Rubel dürfte hier entsprechend nochmal Schwung nach oben bringen. Und wenn man so eine Range-Formation hat, so die technische Analyse sagt dann, die Höhe der Range dürfte nach oben nochmal erreicht werden. Und dann kommen wir so im Bereich um 15.600 Rubel. Ein anderer Platinwert, der vielleicht ein bisschen leichter zu handeln ist, nämlich Impala Platinum, hier gehandelt an der Frankfurter Börse. Ein Chart von der Frankfurter Börse ist, das Unternehmen ist, glaube ich, Südafrika. Und ich bin ja nicht so der große Freund von Penny Stocks und mit 1,35 Euro ist das Ding eigentlich ein Penny Stock. Der Trend zeigt klar deutlich abwärts. Das ist hier ein Wochenchart, also ein langfristiger Chart. Das Handelsvolumen ist recht gering, wenn man da was machen will. Also bitte limitieren und nur mit Kleinigkeiten vorgehen, denn ja, bei so marktengen Werten, sag ich mal, da kann es auch mal irgendwie zu Gaps kommen. Impala Platinum ist aber eine ganz interessante Story, denn wir befinden uns hier momentan am 2016er Tief und wenn wir uns hier diese Abwärtsbewegung angucken, die war jetzt nicht so super dynamisch, wie man das zuletzt gesehen hat und daher, naja, so ein paar Euro könnte man da vielleicht mal rein investieren. Das ist ein richtiger Zock, muss man aber sagen, dass es sich hier von diesem markanten Tief, der ja, die Aktie wieder aufwärts bewegt. Das Potenzial ist durchaus enorm mit Blick auf wirklich Monate oder die nächsten 2-3 Jahre. Gucken wir mal, Impala Platinum unter 1 Euro, ja, müsste man hier aber dann spätestens die Reißleine ziehen. Ein wirklich heißer Zock und hier bitte nur mit, wenn man was macht, irgendwie mit ganz kleinen Stücken mal vorgehen. Ich bin ja kein so großer Freund davon. Ich werde da auch nichts machen. Ich habe einfach nur gesucht, was sind so Platinwerte und der ist mir da einfach mit angezeigt worden.
Machen wir weiter mit Rohstoffen im Öl. Da ging es gestern am Freitag deutlich abwärts. 4,5%, 3 Dollar ist das Öl, ja, im wahrsten Sinne abgeschmiert. Zuletzt waren die Käufer nach oben, ja, hatten Probleme, nach oben weiter den Drive aufrecht zu erhalten. 76, 77 war so das Ziel, was ich schon länger mal gesagt habe. Jetzt war es unter 73. Die Luft wurde ein bisschen dünner für die Käufer. Und ja, jetzt sehen wir erstmal Korrektur. 69,20 bis 69,60 war erstes Unterstützungsniveau. Das wurde aber durchlaufen wie durch Butter. Alte Unterstützung wird trotzdem zum Widerstand. Nächste Unterstützung ist 66 bis 66,70. Und hier ist zumindest mit einer Gegenreaktion zu rechnen. Aufgrund dieser Stärke, dieser Abwärtsbewegung, die wir jetzt gesehen haben, kann es durchaus sein, dass wir erst einmal nur in so eine Seitwärtsbewegung übergehen. Aber wie gesagt, eine Reaktion ist hier auf jeden Fall möglich. Und ja, gerade für kurzfristig orientierte Trader, Swing Trader, kann es hier mal zu einer handelbaren Gegenbewegung kommen mit kurzem Stoppe. Muss mal gucken, wenn sich das Öl hier in dem Bereich aufhält. So, und jetzt kommen wir noch zu meinem, ja, fast Lieblingsthema, kann man gerade sagen. Einfach weil viele sagen, ach, der Euro, ne, hier, wir laufen wieder Richtung Parität und alle sind irgendwie so furchtbar schlecht negativ für den Euro eingestellt. Aber aus charttechnischer Sicht laufen wir jetzt ziemlich genau in ein markantes Unterstützungsniveau. 1,14 bis 1,16, ja, ist eine breite Nummer, aber hier hatten wir langfristige Hürden. Alter Widerstand wurde nach dem Ausbruch zur Unterstützung und jetzt wird er eben wieder angelaufen. Wenn man hier mal so aus Elliott-Wellensicht sieht, könnte man so eine 1, 2, 3, 4, 5 nach oben zählen. Korrekturwellen enden häufig am Startpunkt der Welle 4, also hier zwischen 1,15 und 1,16. Und ja, einfach, das ist eine markante Unterstützung. Das Ding sollte man nicht aus den Augen lassen. Von hier ist nämlich wieder eine weitere Aufwärtsbewegung möglich. Natürlich nicht zwingend. An der Börse ist nie was 100% sicher, aber mal ein Auge drauf werfen sollte man schon. Und von meiner Seite war es das jetzt für die heutige Woche. Ich wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende. Die Temperaturen sind ja perfekt. Genießen Sie es und wir hören, sehen, lesen uns in der nächsten Woche wieder.